Grüß euch, ich habe zwei LED-Winkeltaschenlampen bestellt. Ja, spritzwassergeschützt, schlagfestes Kunststoffgehäuse, Morsetasten und so. Und zwar habe ich, es gab diese hier in drei verschiedenen Versionen. Ja, diese, hier kommen zwei Mignon rein, Mignon-Batterien. Es gibt sie noch mit Mikro, davon halte ich gar nichts, die sind immer schnell leer. Und mit Monozellen zwei Stück, die habe ich gar nicht. Gell? Deswegen. Hier läuft alles eigentlich auf Mignon. Deswegen habe ich diese bestellt. In Fleckentan, ja. Man bekommt sie auch noch in Schwarz, dann irgendwie so sandfarben. Und eben dieses Bundeswehr-Oliv. Ja, die sind klein, kompakt, nicht besonders groß. Die hat ja gerade mal 16 cm. Ja. Liegt gut in der Hand. LED-Leuchtmittel natürlich. Gell? Es gab sie auch mit Birne. Habe ich natürlich nicht genommen. Kunststoff. Und einen Metallclip. Ja. An. Morsetaste, wie das bei der Bundeswehr-Taschenlampe so üblich ist. Hier unten kann man noch einen kleinen Bügel ausklappen, um die Taschenlampe irgendwo aufzuhängen. Hier kommen die Batterien rein. Ja, ganz normal, wie das eben bei so einer Taschenlampe üblich ist. Ich hoffe, hier ist noch Saft drin in den Batterien. Einzige, was mir nicht so gut gefällt, ist diese filigrane Dichtung hier. Ja, das ist so gut wie gar nichts. Man muss echt aufpassen beim Aufdrehen, dass sie nicht rausgedrückt wird. Das ist schon ein bisschen chap. Hier liegt es richtig an. Ja, die Taschenlampe ist sehr hell. Ja, wenn man sie weiter weghält, sieht man, es geht kreisförmig auseinander. Ja, hier ist es mehr so zentrierter Punkt, aber sie macht schon hell. Wie man sieht, ist gut. Ich habe sie eigentlich nur gekauft wegen diesem Clip hier. Man kann sie sich umhängen und hat dann beide Hände frei. Ja, ebenso an der Tasche oben festgepimpelt und alles ist gut. Ja, ist ein schönes Ding. Eigentlich gibt es dafür zu nichts zu sagen. Klasse Taschenlampe. Hab zwei Stück davon geholt. Wird sie wieder kaufen. Okay? Mach's gut. Euer Jan.